Ja, liebe Leute, willkommen zur Mietour von Mario Kart Tour. Hm? Diesmal Rosalinas Eisplanet. Hm? Guck mal hier, mit unserem Super Daisy hier im Weltraumanzug. Hm? Oh Mann. Und Rambi, ne? Im neuen Fahrzeug hier, nicht? Was wir extra in der Doktortour bekommen haben. Richtig geil hier. Ne? Rambi ist. So. Eieiei, geht schon los. Ja! Ich mal freuen, wenn das der hier ist. Mario Kart 8. Mario Kart 8 Blitz. Ne? Und ihr seht hier, übrigens hier dieses schöne Segel. Das Traumsegel. Heißt es, glaube ich. Groß Traumsegel oder irgendwo ein Zeug oder Mann. Das kommt, wo ich Rosalina geholt bekommen habe. Wo ich das Rosalina-Pack gekauft habe, mein Lieber. Und es gibt auch hammergeil. Großsegel. Wenn ich mir irgendwas in eine Scheiße trifft, der irgendwie ein Blitz oder wie, dann bin ich irgendwie groß raus von mir. Nein, der will einfach. So, jetzt aber komm ich hier. Alle platt hier mit Rambi hier. Rambi wieder kommt hier, komm. Rambi. Ja, so, und das ist ein Blau gewesen. Boah! Ich hab gerade Dr. Luigi gesehen, ne? Ich glaube, dass mein Vater wohl alles überstanden hat. Der fuhr von Dr. Luigi zum Zufall zu bekommen, weil er ein bisschen mein Vater ähnelt. Ne? Weiß ich nicht. Aber, okay, dann habe ich ihn dann bekommen. Und ich bin Zweiter geworden mit Rambi. Der geilen Rampensau. So. So, wir haben das Maximum auch erreicht. Mit dem Mii-Kostüm. Dann kommt jetzt Daisy. Im Buggy. Mit. Es gibt ja auch am Strand verschiedenes zu untersuchen, ne? Dein Gedöns. Gibt irgendwie so eine Qualle, wenn du da reintrittst, Alter, dann hast du richtig ein Problem. Das ist so wichtig. Das ist richtig. Richtig gefährlich werden kann. Gibt übrigens auch eine Ameise. Ja, 24 Stunden Ameise. Die ist wirklich kein Scherz. Ja, ist so, weil die 24 Stunden heftigste Schmerzen verursacht. So. Ja, guck mir die ganzen schönen Sachen an. Schön alles. Ne? Apropos schöne Sachen. Ich habe auch mit Dr. Ich habe auch vor mit der Doktortour mein Leben, tada, ein wenig zu ändern. Und zwar weniger für Mario Kart zu initiieren. Erstmal ist Mario Kart nur ein Spiel, was an bestimmten eine Zeitperiode hat und dann ist es weg. Ne? Dann kann man es nicht mehr spielen. Somit verfällt auch alles, was man gekauft hat. Ja. Und sich mehr auf Sachen zu konzentrieren. Weil ich noch bei meinen Eltern wohne. Ne? Um eine eigene Wohnung zu bekommen.
mehr drauf konzentrieren. Ich weiß auch, wie die Geld für Sachen ausgeben. Wildcard. Um mir auch für meine Wohnung später leisten zu können. Nicht? Ist ja auch wichtig. Und ich werde jetzt von den ganzen... Ich habe so viele Zeug hier, Alter. So viel Klamotten habe ich. Da glaubt ihr gar nicht, ne? Ich bin zum... Mein ganzes Zimmer, wenn ihr das seht, ne? Das ist voll mit Merchandise. Echt. Wirklich. Und ich bin ja auch schon 36. Und okay, man kann viele Merchandise haben, nicht? Aber Leute, solche Artikel, was hier ist, wenn ihr das hier seht, ne, das ist hier wie so eine Spielhölle, ohne Scheiße, Alter. Alles voll. Alles angefangen hier von James Bond. Aber James Bond ist von früher so eine Figur, nicht? Sonic, Mario, Banjo-Kazooie, Shanty, gut, Kirby ist auch nochmal hierbei. Also wirklich, das ist eine richtige Spielhölle, liebe Leute. Das ist Wahnsinn. Und ich weiß nicht, wie ich da dann später für meine eigene Wohnung, wisst ihr, das ist unmöglich. Wie soll ich das alles mitschleppen, ne? Deswegen, ich kann nur die schönsten Sachen mitnehmen. Und das werden dann die Daisy-Sachen sein. Auf jeden Fall, ne? Da ist ja... Daisy ist ja meine Lieblingsfiktive Figur. Ja? Aber auch da... Wie gesagt, muss man auch ein bisschen in die Realität bleiben, dass es nur eine fiktive Figur ist, wie gesagt, nicht? Und Leute, wenn ihr das seht hier, das Zimmer ist Wahnsinn, echt. Also, ach, geh noch weiter, okay. Wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, da wären wir schon durch hier mit dem ganzen Cup. Das ist immer so gelabert. Dann ist das hier. So. Gehen wir mal hier. Ein kleiner roter Kaktus. Und hier, guck mal, die Schatzkarte, die habe ich auch neu, nicht? Die habe ich bekommen in der goldenen Röhre, wo ich die ganzen Cups durchgemacht habe. Der Dr. Tour. Ja, wie gesagt, so viel Merchandise-Zeug, was ich hier im Zimmer habe, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich werde mich jetzt wohl von einiges dran trennen, auch für jeden verkaufen. Gut, dann kann ich da wieder ein paar Sachen für Mario Kart zukaufen, aber ich werde jetzt nicht mehr so viel Geld für Mario Kart ausgeben wie vorher. Denn wie gesagt, ist mir auch erstmal ist das mein richtiges Denken und zweitens mal ist das Spiel nur eine bestimmte Zeit verfügbar, dann ist Feiern. Wenn dann alles weg ist, liebe Leute, müsst ihr euch vorstellen, als wenn er was ein Haus abbrennt oder sowas, wenn er so viel reingehauen hat, wie die Kohle. Und dann ist alles auf einmal weg. Das ist ärgerlich. Man hat zwar noch die Videos als Erinnerung. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache jetzt mal ein Daisy. Um noch eine kleine Erinnerung zu haben von dem Spiel. Aber ich habe ja gesagt, ich tue nicht in das Spiel rein. Aber je mehr Content ich hier sehe und so, auch mit Daisy und mit den ganzen Kostüme. Habe ich damals gedacht, komm, ich will das jetzt alles haben. Ich habe schon ein paar Sachen da rein investiert in das Spiel. Und erstens geht man nur einmal. Und zweitens spielt man bestimmte Zeit verfügbar. Und dann will ich auch alle Kostüme von denen sie haben. Koste es, was es wolle. Also, es geht. Ja? Deswegen habe ich auch die Amsterdam-Tour, wie gesagt. Ne? Und extra mein ganzes, habe ich viel Geld eingesetzt. Extra um diese schöne Pharma-Kostüme zu bekommen. Aber mit dem Pharma-Kostüm hat ja so eine bestimmte Sache aus. Ich habe ja gesagt, ja, da möchte ich nicht alles wieder erwähnen hier. Das ist jetzt hier in der Doktor-Tour und nicht in der Amsterdam-Tour. Aber trotzdem, wie gesagt. Ne? Das Spiel ist einen großen Reiz, mache auch aus. Was spiele ich großartig noch? Ich habe jetzt meine Switch. Ich habe alles Konsolen, habe ich fast alles, nicht? Alle Konsolen, die ihr euch vorstellen könnt, hier von, was weiß ich, von NES, Super NES, Sega Mega Drive, Dreamcast, also was gibt's noch alles? Hier Xbox,
Xbox 360, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation 3 habe ich nicht mehr. Hier, Wii habe ich noch, Alter. Switch, Wii U und ganz Kram, Alter. Und die ganzen Portables da auch noch. Wisst ihr, und ich spiele jetzt nur hier Mario Kart Tour. Nur noch, wirklich. Also, kein Smash-Spaß fast mehr. Nur mal ab und zu mal gucken, was neues für Stadisch gibt und so. Aber ich konzentriere mich nur noch hier auf Mario Kart Tour, Alter. Nicht? Und das ist echt krass, liebe Leute. Und jetzt schon wieder Video zu Ende. Ach, Mensch. Dann geht's gleich weiter mit dem Cooper Cup. Muss ich mal gucken, wo ich dann stehen geblieben war. Also, bis gleich.